knallt. Ich weiß, dass du da bist. Ich spüre es. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Geht nicht. Was ist mit dem anderen?
Plaza. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Ich gehe schon. Statusbericht. Sichern Stock für Stock. Bisher nichts. Hier auch. Fahrstuhl deaktivieren und weitersuchen. Fahrstuhl ist auch bewacht. Wir machen ihn kalt. Was ist denn? Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute, ausgerechnet heute, ist eine scheiß Komödie, oder? Findest du das hier lustig? Ja, schon. Deine Leber ist vielleicht hin. Frage der Zeit. Chill, wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Thank you.
gleich knallt. Thank you.
habe ein Leck. Du Dreckstück. Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Gib mir Deckung! Oh. Lade nach! Dallamain, drück drauf! Willkommen zurück. Mit Dallamain vergessen Sie all Ihres. Wenn ich gleich losfährst, Hagels gleich Sorgen! Nicht schlecht! Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Oh, so eine Scheiße! Dallamain! Modus aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Ich bitte Sie, oh, Huevos! Scheiße! Eine feindliche Lufteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Gebt ihr nicht einfach auf! Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells Zustand kritisch ist. Dann drück drauf! Ich tu, was ich kann. Du musst durchhalten, Jackie. Verstehst du? Klar. Schau vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack? Du wirst reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie, wir werden reich. Du und ich. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack.
lass mich rein. Er wartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst! Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal, nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Addis, dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Alles klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Dex, was soll das? Jedenfalls wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Du kannst nicht. Hey, hey, cool bleiben. Natürlich total zugedröhnt. Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Du
du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Söhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissensbisse runter. Übernehme. Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Ergib dich einfach! Noch mehr! Ja! Yeah! Zeig's ihm! Oh. Oh. Hör auf, du Hund! Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Klingt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse, wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Noch mehr! Tut mir nicht mal leid. Oh. Hey!
was übrig. Ja. Na, denn nach! Ah! Ja. Murphy? Sie suchte mit Fingern, suchte mit Verdacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny. Bushido 2. Wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka-Elite im Anmarsch. Los, Johnny. Weg! Schieß die Kabel durch. Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Position! Flanke schließen! Wir haben schwere Verluste! Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen! Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Adam Smasher! Johnny, lauf! Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Masha. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig.
はい、まだ生きています。わかりました、向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Azuse, 直接話をする。Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb. In diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Naze, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. 人は嘘をつき、自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には、つつましさがある。始めろ。Und du? Wer bist du? Ah!
Schwerer, als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました。 この男で間違いありません。 はい。 1時間後には着くかと。 Hilf mir. Reise. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Wirken. Erschieß ihn! Festhalten! Du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Reparateur, dem du vertraust? Ich schon mal gesehen. Troy, diese Killer. Wir müssen zu einem Reporter. Schnell! Du hast dich gut geschlagen. Vergeude keine Zeit. Victor, legt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf.
Ruf jetzt an. Okay. Schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwändermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt er. In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe die Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Misty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Ich schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist.
Zu meiner Zeit in aller Munde. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was dann? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Ich muss sterben. Ich werde sterben. Behauptest du richtig? Beweise es mir. Dex hat dich erschossen. Die Kugel hat deinen Chipslot und dein Gehirn verletzt. Der Biochip hat dich wiederbelebt und kurzschließen lassen. Daten in deinen Kopf hochgeladen. Für ihn war dein Gehirn ein leeres Gefäß, das mit dem Engramm auf ihm gefüllt werden musste. Leeres Gefäß? Aber ich bin hier. All das bin ich. Der Splitter liest nicht.